Logbucheintrag Nummer 3, Captain Kirk Beard vom Aufklärungsschiff Enterforge. Wir konnten endlich den Kontakt mit unserem Forcer wiederherstellen, nachdem dieser einen neuen Kommunikator gefunden hat. Leider noch keine Spur von den anderen Zwergen in diesem anderen beiden Zwergen des Aufklärungsteams. Wir hoffen, dass sie entweder selber ein neues Kommunikationsgerät finden oder der Forcer mit ihnen Kontakt aufnehmen kann. Ja, dann machen wir mal weiter mit der letzten Folge dieser Aufnahmesession. Und ja, jedes Gebiet ist wirklich ein Abschluss. Kapitel 1 und zerbrechlich. Was kann härter sein als Stahl? Als Stein? Was kann härter sein als Stahl? Was kann unnachgiebiger sein als Stahl, härter als Stein und heißer als ein feuriger Stern? Die Willenskraft eines Zwerges. Ja, Zwerge sind dickköpfig. Und was kann stärker und hitzköpfiger sein als ein steinhäutiger Zwerg? Sein Antrieb und seine Leidenschaft, sein Ziel zu erreichen. Okay, neuer Zwerg. The Space Program. Energy Ore. Playen wir einfach mal. Jo. This is Second speaking. Is anybody alive there? Forcer. Ja. Also da hat sich jetzt gerade unser Forcer nochmal gemeldet. I barely survived the emergency ejection. Our ship got in some gravitational anomaly and got stuck hovering in its field. I wonder what caused that anomaly. Also ja, das ist unser Schiff wohl. Und es ist wohl in ein Gravitationsfeld geraten. I have no idea. We should get together and find the source of that anomaly. Where are you? Can you get out? I don't know. I need to find some high spot and take a look around. Over and out. Also ja, die Texte hier, die übersetze ich jetzt mal nicht, sonst dauert es wirklich zu lange. Vor allem ist es blöd, wenn das, wie ich das Gesprochene nachher noch übersetze. Also ja, Schiff Anomalie und er muss jetzt gucken, dass er seinen Zwergenbruder findet. Jo. Wir sind jetzt der Smash Fist. Neue Tagebucheinträge. Nichts Neues. Gleich mal ein Quick Save zu Beginn. Ja, auch sein Suit ist ziemlich damaged. Firestorm. Ah ja, er baut sozusagen Rage auf im Kampf. Wow, da sind wieder solche Viecher. It's too deep there. Achso, da kommt er nicht rein, weil es zu tief ist. Und die haben mich gesehen. Ist vielleicht nicht so gut gewesen. Nein, ist nicht gut gewesen. Gut, okay, die sind ernst zu nehmen, die Viecher. Ups. Und sie haben mich schon wieder gesehen, weil er sich genau im falschen Moment umgedreht hat. Ah.
Und wieder weg. Gut, last save. Lock den mal. Gut, jetzt guckt er weg. Jetzt muss ich mich beeilen, hier rüber zu kommen. Control. Ah ja. Gut, jetzt kann ich Control benutzen, um einen einzelnen Feind umzurennen. Und er heizt sich auf. Und ja. Gut, das wäre erledigt. Ah, da ist ein Heilstein. Sehr schön. So, heilen wir mal hoch. Und gehen noch ein Stück weiter. Ah, da liegt Erz, oder? Okay, wenn da Erz liegt, will ich es haben. Und ja, ich bin gierig, ich weiß. It's too deep there. Aber nein, das sieht nicht so aus, als ob da noch irgendwo irgendwas liegen würde. Nee. Da ist es ihm zu tief, dass er nicht reingehen will. Und die beiden, die lasse ich jetzt mal in Ruhe. Nicht, dass die mir meinen Anzug zu sehr beschädigen. So, raus hier. Nächstes Höhlensystem. Oh, was kommt jetzt? Sakam, we got some system of cascade swamps here. Huge roots everywhere. I think I can use them to get out of here. But my suit is out of whack. Ja, er sagt, dass er über die Wurzeln rauskommen kann, aber sein Suit ist schwer beschädigt. Try to find some pieces of energy ore from our fuel compartment. You can use them to repair your space suit. And if you find some star crust, you'll be able to fix the broken armor and reactivate disabled subsystems. Good luck. I'm at the entrance to a network of some narrow caves. I'll try to explore them and maybe I'll be able to get out of here. Mhm. Game saved, ja. Whirlwind. Beschädigt Gegner in naher Reichweite. Also ja, erst reindashen, dann Whirlwind. Ja, und wenn... Ah, jetzt werden hier nochmal... Maximum Damage plus Stun. Ach, das ist Rammen, okay. Da ist Erz schon mal. Can't use this ability in swarm. Das war die falsche Ability. Das ist ein bisschen schlecht zu timen, glaube ich. Battle Cry. Okay, das schubst Gegner weg. Gut.
Nochmal zurück heilen. Und ja, es sieht übel aus. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, als ob ich den das Entflammen aktivieren muss. Das scheint irgendwie von alleine anzugehen. Jedenfalls fängt er irgendwann an zu brennen. Oh, neuer Heilkristall. Und ein Wegpunkt. Und ein Journal-Eintrag. Was haben wir Neues? Spellogie Swamp. Cascade Swamps. Diese unüblichen strukturierten Schüsseln. Ja, Bowls. Sammeln Flüssigkeit, die von der Decke der Höhle hinunterfließt. Und von einer Schüssel in eine andere. Billionen von Bakterien, also Billiarden von Bakterien. Trillions sind Billionen auf Deutsch. Billionen von Bakterien. Bakterien leben in diesen Schalen. Von einem sehr Sediment. Mann, was ist Sedimentstein? Von einer Sedimentschicht. Dieses Sediment ist konzentriert an den Ecken der Schüssel und gemischt mit Schlamm. Und erschafft eine dunkle Masse. Solche Orte sollten strengstens vermieden werden. Wenn das Sediment mit Sand vermischt ist, hat es eine hellere Farbe und ist nicht so gefährlich. Okay. It seems like these creatures can move along the swamp surface. Ah. Okay, wir können jetzt Battlecry stößt Gegner weg. Und ich verdrück mich ständig. So, rennen wir einfach mal rein. Und jetzt den Rundumschlag. So, alle weg. Alle weg. Achso, wir nehmen Schaden in der Plauze. Das ist nicht so schön. Oder waren wir vergiftet? So, Charakter. Für dich haben wir leider noch keinen Stein, dafür können wir schon mal die Flashlight und die Gravity Loop bei dir auch deaktivieren, wenn wir schon mit dem hübschen Erz versorgt werden. So. Ein Quick Save. Und Ramattacke. Beziehungsweise Sprintattacke. Und damit hätte ich warten sollen, bis beide in der Nähe sind. Und natürlich schreie ich in die falsche Richtung. So, noch mehr davon. Du siehst mehr aus wie ein Hinterhalt. Nein, du bist einfach nur tot. So.
So, jetzt sind alle aufeinander und jetzt kann ich Rundumschlag benutzen. Den schleich mal weg. So. It's too deep there. Gut, liegt hier noch irgendwas rum? Nein. Dann gehen wir mal kurz zum Erkundungspunkt. I see a cave network on top of this route. It's too deep there. Jetzt habe ich das aus Versehen gerade übersprungen. Egal. Gut. It's too deep there. Das heißt, erstmal zurückgehen, heilen. Suit reparieren. Oh. Ah ja. So, Smash Fist ist geheilt. Dann reparieren wir den Suit. Ja, ich will speichern und dann gucken wir, dass wir die Wurzel hochkommen. Mal sehen, was dort ist. So, klicken wir einfach mal. Er wird ja seinen Weg schon finden hier durch den Sumpf. Ich habe gar nicht geguckt, was er so hat. Es hat Schaden der Ram Ability erhöhen. Ja, umgeschmissene Gegner im Fireform finishen ist auch nicht schlecht. Und hier kann er sogar, wenn er in, egal in welcher Form ist, Fireform gern Gegner anzünden. Ja, er wird zum Flammenwerfer. Fireform. Taunt oder sowas. Stoneform. Restores Messfish's Health. Das ist praktisch. Okay, und hier geht's dann wirklich weiter. Wir haben noch ein neues Ding. Swarmworkers. Ah ja. Stutch Workers Skills. Die Anthropophoben haben einen Vorteil im schlammigen Terrain. Ihre Körper sind leicht und bleiben an der Wasseroberfläche, also sie treiben auf dem Wasser. Des Weiteren sinken sie nicht in den Schlamm der Kaskadensümpfe. Schlammarbeiter verlieren keine Geschwindigkeit in den Sümpfen. Kämpfen auf ebenem Grund erhöht die Chance zu gewinnen. Ja, sie werden halt nicht langsamer, genau. Terra Incognita. Verlasse niemals alleine das Raumschiff während eines Halts in den unerforschten Höhlen. Erforsche nicht die Höhlen, bevor du grundlegende Sicherheitstests durchgezogen hast. Das Brechen der Sicherheitsregeln kann zum Tod führen. Abhänge, Überflutungen, tödliche Gräser und wilde Tiere. Der Sternjägercode. Ah ja, er kann in die Stoneform turnen, wenn voll ist. Okay.
I see the wreckage of our ship. There may be some important parts I could use. We need to take a close look. There also may be some resources among the wreckage. Okay. I'll be watchful. Ja. Noch mehr Viehzeug, noch mehr Action, aber Abschluss, Logbucheintrag Nummer 3, Captain Kirkbeard. Wir haben mittlerweile die Kommunikation mit unserem Smashfist wiederhergestellt. Unser Forster und unser Smashfist sind zurzeit bemüht, sich wieder zu vereinen und unterwegs so viel nützliche Ressourcen und Informationen wie möglich mitzunehmen. Des Weiteren fehlt immer noch jeglicher Kontakt von unserem Shadow. Wir hoffen jedoch, dass wir auch diesen Kontakt bald wiederherstellen können und mit der Hauptmission fortfahren können. Logbucheintrag Nummer 3, Captain Kirkbeard, Ende.